Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich, wie versprochen, die Schinkarella dabei, die Schminki. Und diesmal in etwas bessere Qualität als beim letzten Mal. Und wir schauen uns japanische Werbung an und reacten darauf in 3, 2, 1, let's go! Das gibt es bei uns doch auch zum Trinken. Ja. Echt? Sweaters? Nein, das heißt bei uns Swip oder so. Na, doch, schon Schwibbers. Schwibbers oder so. Das heißt genau ja? So. Ja. Genau wie dieser Coca-Cola. Keine Ahnung, was dieses japanische Zeug ist. Keine Ahnung. Aber die ist voll bekannt, ist die Lady Gaga aus Japan. Was hat die mit ihrer Augen gemacht? Die dieses Boy, Boy, Boy-Lied gemacht. Kann ich dir später mal zeigen? Oh, jetzt kommt's. Star Wars-Musik. Und zack, Video geclaimed. Okay, ich habe noch nie so eine kranke Star Wars-Werbung gesehen. Also, die so davon abweicht. Persona 4 kenne ich. Ist das Spiel eigentlich? Ja, das Spiel sieht irgendwie schräg aus. Persona Golden, jetzt war ich nur. Ja, okay, es geht auch wirklich um das Tanzspiel. Dancing All Night Long. PS Vita. Habe ich auch hier liegen. Aber nicht das Spiel. Was ist das? Das sieht aus wie Arschbrücken. Das sind Pfirsiche oder sowas. Astra. Das hört sich so komisch an. Ah, und jetzt hat er sie einfach aufgegessen. Okay. Alles klar. Ist das Sushi? Nee, das ist, glaube ich, so Crushed Ice. Keine Ahnung. Crushed Ice mit Sirup. Oh. Für 100 Yen gibt's auch noch was. Oh, Meiji, das ist Schokolade. Nee, du dich auskennst, ich mir denke, what the fuck, was ist das? Ja, ich habe nur genug japanische Werbung gesehen, um zu wissen, was Schokolade ist und was nicht. Okay, es geht um Eis. Die Schokolade. Ey, das ist Schokoladeneis. Nein, das ist eigentlich, also das ist eine Süßigkeitenfirma, die hauptsächlich Schokolade macht. Und Eis. Und Tanzeinlagen. Vanilleeis. Das war doch nur ganz normales Eis und er geht so ab. Schick. Hast du mich schon mal gesehen, wie ich ein Eis gegessen habe? Genau so. Oh, das war doch Eis gerade, oder? Mhm. Was? Voll der Lauch. Hä? Crushed Eis? Es gibt Crushed Eis aus dem Becher? Echt? Oh, Cup Nudeln. Beste. Die gibt's ja auch zu kaufen. Echt? Ja. Lol. Ein Shrimp. Und ein Lauch. Stay hot. Und Lauch. Hadouken. Sommerspaß mit Street Fighter 2. Geil. Strike Shot. Hadouken. Wie das Handy so gemacht hat. Okay, krass. Das ist krank. Oh, Metal Gear. Das ist Metal Gear Solid. Was ist das für Karton? Das ist ja so eine geile Werbung. Weil das Lustige an dem Spiel ist halt, dass du dich in der Kiste verstecken kannst und so, ne? Also kannst nebenbei. Du hast leider so ein bisschen Hintergrundgeräusche sind, aber wir sind hier in einer großen Veranstaltung. Große Veranstaltung, Kaffee-Netzwerk. Lego. Sneakers. Ist keine Diva mehr. Ich dachte noch nie in Japan. Oder Geisha oder was auch immer man da ist. Noch nie in Japan auf dem Roller gesehen oder so. Ein Hund? Schon, ne? Definitiv. Dün, dün. Smoke on the water. Zack, wieder Claim. Ich bin gespannt. Was? Okay. So, Hände. Das ist, glaube ich, wieder ein Handyspiel. Würde ich mal ganz pauschal sagen, dass es ein Handyspiel ist. Wir übertreiben immer voll. Ja, wenn schon das. Weißt du, so introvertiert wie sie auch sind, so ist die Werbung oder auch in Japan, alle Sachen sind saulaut halt. Was? Okay, was denkst du, um was geht? Vielleicht um Essen. Ich bin gespannt. Ey, Edwin. Oder Alkohol. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht Jeans. Ich hab Socke verstanden. Sudoku.
Oh, das sind Pflaster gegen Muskelschmerzen und so. Lol. Da habe ich mir aus Japan mir so ein Gel mitgenommen, das ist wie ein japanisches Minze. Was? Warum hat er eine Schildkröte mitgenommen? Hä? Moshi Moshi. Ich check's nicht. LTE gegen HSAP. Alles klar, schnelle LTE-Leitung. So schaut's aus. Ja, das war's. Mir hat's dir gefallen? Alter. War wieder verrückter als das letzte Mal. Ich brauche wieder eine Nervenklinik danach. Alles klar, wir gehen jetzt direkt in die Münchner Nervenklinik heute. Und vielen Dank, dass du da warst. Schaut bei dir auf dem Kanal. Wir haben auch ein schönes Video bei dir gemacht, ne? Ja. Ja, Überraschungspaketen, ne? Schinkerella. Ja. Ja. Und ich würde sagen, das war's. Danke, dass du da warst. Sayonara! Ciao!